Überlebende der NS-Diktatur gedenken gemeinsam mit Politikern der Opfer von Auschwitz mit einer Kranzniederlegung. Was dann passiert, ist unglaublich. Hey! Das ist ja unfassbar! Nehmen Sie die Personalien bitte von dem Mann. Sie haben nicht das Recht, diese zu verbieten. Wir haben nicht das Recht, unseren Kranz hier kaputt zu machen. So, wir stehen jetzt hier auf dem Parkfriedhof hier in Marzahn. Wie wir sehen, hat es eine Abordnung der linksextremen Antifa auf den Friedhof geschafft, trotz massiven Polizeiaufgebotes, die hier gegen eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer von Faschismus demonstrieren. Das ist natürlich sehr fraglich, was hier passiert. Wie es weitergeht, werden wir dann jetzt mal sehen. Die Täter verstecken sich hinter Kapuzen und meiden die Kamera. Sie schämen sich für ihre Tat. Wir konnten unseren Kranz als AfD niederlegen und der Opfer des Faschismus und der Befreiung des KZ Auschwitz gedenken. Allerdings konnte die Sprengung der Veranstaltung durch die linksextreme Antifa nur mit Mühe und Not von der Polizei verhindert werden. Es wurde mehrmals versucht, die Veranstaltung zu sprengen und die Kranzniederlegung zu verhindern. Mittlerweile trampeln die Antifa-Leute auf den Gräbern des Friedhofs rum. Besonders perfide, während Linke mit Parteifahnen im Hintergrund gegen Polizisten kämpfen, legt die linke Spitzenpolitikerin Pau und Stadträtin Witt einen Kranz nieder. Menschenverachtend. Das ist natürlich völlig widerwärtig, wenn Petra Pau als Vizepräsidentin des Bundestages hier einen Kranz niederlegt und gedenkt und ihre Genossen auf der anderen Seite mit der Antifa zusammen gegen diese Veranstaltung protestieren. Das zeigt, wessen Geisteskind diese Linken sind. Und dass sie es im Prinzip keine demokratische Partei sind. Wir werden in unserem Kampf für Demokratie und für Rechtsstaat durch gerade solche Ereignisse weiter dazu angehalten, konsequent zu kämpfen.